euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Ein weiterer Brief. Einmal schauen, was darin steht. Hallo da draußen an den Bildschirmen. Was gibt's Schöneres, wenn man in Weißlauf ist, als mal bei Hulda vorbeizuschauen, ein bisschen seine Vorräte aufzufrischen. Glaub ich, sollte mir ihr noch was gönnen. Und ein bisschen am Feuer zu sein, ist eine schöne Atmosphäre. Echt schöne Atmosphäre. Was sagst du, Kalesare? Dare. Unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Was machst denn du, Sadia? Unser Werbeplakat. Hulda, sei gegrüßt. Falls ihr Arbeit braucht. Was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Ja, tatsächlich. Kann man das da draußen? Ich brauche Feuerholz ohne Ende. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen. Ich werde tatsächlich draußen mal ein bisschen hacken. Das wird hier jetzt mal wieder... Ihr wisst, wenn wir immer dann wieder zurückkommen von so einer Tour, dann muss ich allerhand ausstellen. Übrigens, das habe ich schon. Ich habe schon ausgestellt... Es waren, glaube ich, 5 Dinge auszustellen. Ich war aber noch nicht wieder in der Gilde, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Hast du zufällig einen Süßkuchen? Ich habe schon lange Iniko keinen Süßkuchen mehr gegeben. Jetzt bekommt er einen. Ich nehme ein paar Tomaten, warum nicht? Noch ein paar Süßigkeiten, warum nicht? Und nehmen wir mal die Eintöpfe hier. Ja, gedämpfte Schlammkrabben. Nicht schlecht, sage ich euch. Schmeckt. Um ehrlich zu sein. Ja, ich habe mich schon mit Käse bei dem anderen Händler eingedeckt. Deswegen lassen wir es mal, wie es ist. Hulda. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Immer eine Freude. Immer eine Freude, bei dir zu sein. Ja, es spielt keine Musik mehr, meine Freundin. Aber okay. Nicht so schlimm. Ja, ob wir uns mit Sadia beschäftigen... Um ehrlich zu sein, ich glaub eher nicht, wenn ich es recht bedenke. Have you by any chance seen a huge drunk Nord and a filthy little wood elf bastard? Ich stelle mich erst einmal vor. Mein Name ist Kalesar Dar. Mir gehört das Haus hier. Unten, Briesenheim. Nein, habe ich wirklich nicht. Blasted. Where are those rotten thieves? Look,
These guys have stolen something that is very precious to me, and I need to find them before they drink. Well, before they do anything, they will regret. Kann ich euch vielleicht dabei behilflich sein? Yes. Yes, you could. The people here just told me that they have seen the bastards heading out to Whitejam with my precious item. I need to catch them. But I have been warned that one of them, the Nord, is very huge and potentially dangerous. I will approach them on my own if necessary, but it would be so much safer if there were two of us. Nun gut, dann werden wir gemeinsam dorthin gehen. Wo ist es genau? Das sagt ihr mir noch? Bestimmt. Nun dann, gehen wir. You do that. Thank you so much. Aha. Ich habe gerade noch gesagt, ne, Begleiter. Strawberries. I love strawberries. Ja, ich kenne die nicht. Ich weiß aber, dass das hier eine ist, eine Gefährtin, die ähnlich gestaltet ist wie meine beiden hier. We better try and find those thieves quickly, for their own sake. Oh. Und deswegen passt sie, glaube ich, ganz gut in unsere Reihen hier. Ich muss mich nur noch ein bisschen mit ihrer Stimme, merke ich gerade. Der muss ich noch ein bisschen was abgewöhnen, weil, puh, das ist schon Hardcore-Stimme-mäßig. Ist nicht so meins. Ja, wohin müssen wir denn eigentlich, meine Freundin? Wir schauen uns das Ganze mal an. Wir sollen ja, die hätte uns ja wenigstens sagen können, wo die Strolche sind. Ach so, wie sie Beislau verlassen. Okay. In welche Richtung verlassen sie das? Wir gehen mal raus. Keine Ahnung. Aber wir können dann auch mal auf die Karte schauen. Okay. Ah, unser Schiff, ne? Schon was Feines. Ich mag unser Luftschiff. Schön, dass wir sowas haben. Wir sind ein bisschen müde. Wir müssen also über kurz oder lang sollten wir tatsächlich schlafen. Mal schauen. Ja, ist jetzt tatsächlich die Frage, ne? Kannst du uns... Kutschenwache, nicht? Haben die Kutschen jetzt Wache? We better try and find those thieves quickly, for their own sake. Ja, aber du hast gesagt, die haben die verlassen. Oder, ja, wie auch immer, mir das gesagt hat. Aber wohin? Hier, die Richtung? Oder die andere? I'm truly so grateful for your help. Hope you know that. Noch habe ich nicht geholfen. Aber ich versuche mein Bestes, euer gestohlenes Gut wieder zu holen. Wobei ich noch nicht weiß. I'm so glad that I'm not alone in this. Thank you so much for coming with me. Sie bedankt sich recht häufig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihr vertrauen kann. Menschen zu vertrauen ist immer so ein Ding. Bei Kashid. Da weiß man, woran man ist. Nun, in den meisten Fällen zu. Look, over there. It must be the thieves. Did you hear that? Here? The bottle talked to me. It cursed me. I told you not to open that bottle. Did I? Here. You take the bottle. No. You took it, you keep it. I don't even want to get near it. Take the bottle. Just take it. That damn thing is cursed. It actually talked to me. Cursed me.
Die Flasche hat zu euch gesprochen. Wirklich. Ich glaube, die Flasche gehört jemand anderen. Dieser Dame hinter mir, gib mir die Flasche. Yes, yes. Look, I know it's wrong to steal, but me and my buddy were so thirsty. And the little lady there had left her luggage almost unattended. We meant no harm, but when we opened the bottle, it started to talk. It cursed us. I've never heard anything so evil before in my entire life. What if I'm cursed for the rest of my life? Please, take the bottle and please ask the little lady to have her bottle removing that curse from us. Oh no, don't even try giving me that bottle. Nun denn, gebt mir die Flasche und ich werde mit ihr sprechen. You will? Oh, what a relief. Thank you, thank you. And here is the bottle, of course. I swear I won't ever steal again. Oh well, goodbye. Nun, dann hat er zumindest etwas gelernt, oder? Was sagt ihr dazu? You have the bottle. Wonderful. Give it to me, please. And now I guess I owe you an explanation. But first there's something I need to ask. Tell me, have we met before? You seem so familiar. Ich denke nicht, obwohl für mich die Menschen größtenteils alle gleich ausschauen. Nein. Oh, I'm sorry. You just reminded me of someone I knew long ago. Tell you what? Well, I guess I should tell you about my mysterious mission now, shouldn't I? It cursed me. I'm cursed. Erzählt mir von eurer Mission? I guess you have already figured out that my bottle is kind of special. It's in fact very, very old. I inherited it from my grandmother, who inherited it from her grandmother. Before my grandmother died, she gave me the bottle, together with a mysterious note written by her grandmother. It wasn't easy to understand the note, but this much I know. The bottle contains components related to old Morrowind witchcraft. I cannot believe that the content is evil in any way, though. Neither my grandmother nor her ancestors have been into dark magic. However, something magic is trapped within the bottle, and it requires a certain kind of knowledge to release what's trapped in there. My great-great-grandmother once told my grandmother that the only place where the content could be released would be here, in Skyrim. Or, to be more specific, inside the Elderglim Sanctuary. Beim Ahnenschimmer? Therefore, I decided to bring the bottle to Skyrim and to visit the Sanctuary. However, I have now been here for quite some time. But although I've been traveling all over the countryside, I have never been able to find the sanctuary. You don't happen to know where it's located, do you? Um ehrlich zu sein, war ich schon einmal in diesem Heiligtum. You have? Oh, but then maybe you could show me the way. Oh, pretty please. I would be so grateful. Nun, eigentlich falle ich fast um vor Müdigkeit, aber zu diesem Heiligtum werde ich euch noch begleiten. We will. Oh, that's fantastic. You know, I do find it a bit overwhelming to travel those dangerous Skyrim roads on my own. I'm so happy for your company. And who knows, maybe I can offer something in return? I may not be a very good alchemist, but I can still make some simple potions. And while searching for the gleam, I've seen quite a few places. Oha! Ja, dann können wir die jetzt hier... Dann könnten wir die hier ein bisschen ausrüsten anscheinend.
Kampfstrategie, was kennt ihr denn? Anything in particular you have in mind? Am schönsten wäre, wenn du Fernkämpfer wärst. Da, tatsächlich. Ja. Alright, I kill them from behind for sure. But if you want me to be your marksman, I expect you to provide me with arrows. Oh. Ich weiß nicht, ob ich welche hab. Wir schauen es uns mal an. Of course. Wolltest du nicht mit mir? Achso. Du hast einen Jagdbogen, aber keine Pfeile. Was gebe ich dir? Gebe ich dir die hier? Oh, die machen richtig Schaden. Ich gebe dir mal die Nordpfeile. Dann habe ich noch die guten. Ja, nützt ja nichts. Willst du zufällig einen Stab? Bin mir nicht ganz sicher. Nee, ich gebe dir mal keinen. Habe ich noch einen anständigen Bogen? Ja, aber da müssen wir, glaube ich, einfach nochmal in Priesenheim rein. Da habe ich, glaube ich, einen Bogen gelissen. Ja, das wäre eine Idee. Aber jetzt nicht. Ist in Ordnung. Ansonsten Ring vielleicht noch. Weil Ringe nehmt ihr ja an, ne? Was haben wir denn für einen Ring? Gesundheit regeneriert sich. Wäre eine Idee sogar. Willst du den? Schenken dir. Als Willkommensgeschenk für die Gilde. Wir sind ja dabei, jede Menge Leute für die Gilde zu rekrutieren. Bitteschön. So, also brauchst du noch eine Halskette? Nee, erstmal nicht. Also... Unser Geschenkeswut. Ja, ich gebe ihr vielleicht nochmal eine Halskette, aber nicht gleich am Anfang. Zu überschwänglich. Ja, das wäre dann auch nicht gut. Okay. Talk later. Ja, Ahnenschimmer. Das war bei den Waldheimturm vorbei. Und da brauchen wir unser Pferd. Pferd. Komm her. At the Solstad Mead houses, we often dance on the tables after a few bottles of mead. But I don't think it's common practice here, is it? Oder ist sogar ein Pferd? Brace yourself, Steve. Der einzige, wo hier kein Pferd hat, ist Lucien. Lucien, kannst du bitte mal jetzt langsam das... Apropos, wartet mal, Lucien. Bei Lucien habe ich eins komplett vergessen. Good to see you. Wir müssten doch trainieren, oder? Excellent. I've been looking forward to this. What shall we work on this time? Wir haben schon lange nicht mehr trainiert. Wir trainieren mal mit Wiederherstellungsmagie. Wie wär's denn damit? Dann könntest du mich auch ein bisschen heilen vielleicht. Nee, wir trainieren. Leichte Rüstung. Oder möchte ich euch einen Zauber beibringen? You do. Which spell? Das ist schon gut. Well, all right then. Ich kann dir keinen Zauber beibringen. Aus irgendeinem Grund. Warte, wir müssen weiter trainieren. Excellent. I've been looking forward to this. What shall we work on this time? Das ist die Frage. Bogenschießen. Hast du einen Bogen nicht? Schleichen wäre natürlich auch gut, weil du trittst manchmal... In Fallen rein. Ja. They'll never see me coming. Shh. Quiet, Lucien. Sneaky, Lucien. Und? Habt ihr etwas gelernt? I'll be right behind you. Ich bin jetzt noch müder als müde. Inigo, hast du noch das Zelt dabei? Okay. Hat er. Hat er? Dann können wir nämlich vielleicht beim Ahnenschimmer ins Zelt, zumindest. Hoppa. Auf. Sag mal, kann ich vom Pferd aus eigentlich mit Lucien reden? Wieso kann ich eigentlich vom Pferd aus nicht reden? Konnte ich das nicht? Das ging doch, oder? Nee! I've tried so hard to get better spellcasting, but
But I just don't seem to have that in me. Echt? Hey, Lucien, good to see you. Es geht noch mal ums Reiten. What? Moment. Moment. Lucien. Könntest du Vilja, das war doch der Name dieser Dame, obwohl sie sich noch nicht richtig vorgestellt hat, Gesellschaft leisten? I sometimes have a bad memory. Too much skooma back in the day. Forgive me if I sometimes repeat myself. Ja, ich verstehe. Vielleicht reitet er ja dann mit ihr. Zusammen. Nö. Ja, aber zu zweit auf dem Pferd. Aber vor allen Dingen hängt er uns nicht mehr so an der Backe. Das finde ich gut. So, ich werde dann, wenn irgendwas passiert auf dem Wege, werde ich euch Bericht erstatten. Obwohl, da wird einiges an Getier kommen. Da reite ich aber vorbei. Was ist passiert? Ja, this passiert. Is nice, isn't it? Ah, es ist schön hier, aber ihr werdet sehen, Vilja, auf dieser Reise wird uns einiges Getier vor den Bogen oder die Kralle laufen. Ja, ist anzunehmen. So, es gab einiges, aber ich bin einfach mal vorbeigeritten. Ich habe keine Ahnung, inwieweit... Also, Vilja ist noch hinter mir, aber Inigo... Ja, alles gut. Aber Inigo und... Boah. Hier ist es aber echt ein bisschen dunkel. 6 nicht gern. Let's dance. Das heißt... Wenn die tanzen wollen, dann ist hier irgendwas, ne? So, wir schauen mal kurz. Es ist echt dunkel hier. Wir sind aber eigentlich auf dem richtigen Wege. Ist halt ein bisschen eine Ödnis hier. Die Frage ist... Alles klar mit euch? Die haben natürlich einiges aufgescheucht. Ah, okay. Dann parken wir mal hier. And hope the best. Lucien hat es also nicht geschafft. Ist in Ordnung. Ich mag diesen Ort sehr gerne. Und es wird Zeit. The Elder Gleam Sanctuary. What a place. Now we must see if we can find someone to talk to. You will help me, won't you? Wir sollten also hier mit irgendjemandem sprechen. Hier waren tatsächlich Pilger. Vielleicht wissen Sie etwas darüber. Vielleicht sogar ein Priester. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es ist auf alle Fälle ein wunderbarer Platz, um zu Rain zu beten und zu meditieren. Ja, Kalasar, das stimmt. Da hast recht. Das ist ja wirklich ein echt schöner Ort hier. Irgendjemand baut hier was ab. Da ist jemand. Schauen wir mal.
Und ist noch jemand? Im Grunde. Ist egal, ne? Die sieht sehr einladend hier aus. Wisst ihr nicht, womit ihr es zu tun habt? Wenn ihr dem Baum etwas antut, wird es Konsequenzen haben. Verlasst diesen Ort. Ihr seid hier nicht mehr willkommen. Ich hab doch aber den Baum gar nicht... Hier sieht neu aus. Die andere habe ich schon mal gesehen. Yes? Entschuldigt. Mein Name ist Kala Sardar und ich habe eine Begleiterin hier, die etwas über eine Flasche wissen möchte. Ich bin mir nicht sicher und ich kann es kaum glauben, dass ihr etwas darüber wisst, aber wer weiß. Oh, I see. Maybe I should then speak to your friend. Goodbye. Nun, Freund möchte ich Sie noch nicht. You wanted to talk to me? Yes. Yes, you see, I have got this photo and a note. And my grandmother said that you might be able to help. Maybe I can, but then we first have to talk alone. I wonder, do you think your friend could run a small farm across the line? Yes, I hope so. I can ask, of course. Good. This note needs to be delivered to the people in Galena who is on visit at the mixed water mill. Please ask your friend to bring it around. Look, I have a note for you. Could you please deliver it to the people in Galena who is visiting the mixed water mill? Please. Ja, ich würde aber gerne hier... Können wir hier... Inigo? Gib mir mal das Zelt. Ja, wir müssen erstmal schlafen. Das nützt nichts, meine Guten. Hier hat er aber nicht das Zelt hergebaut. Sondern nur den Schlafsack. Vielleicht, weil wir in Innenräumen sind? Kann das sein? Das ist... Ich meine, okay. Mir wird's reichen, ne? Sei es drum. Uah.